Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit, na klar, dem Halleschen Fußballclub. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser neuen Folge. Heute spielen wir gegen den VfL Osnabrück und dann haben wir auch noch später in der Folge das Spitzenspiel, beziehungsweise, nein, es ist kein Spitzenspiel, aber es ist das Derby gegen Dynamo Dresden. Ja, langsam geht es in Richtung Finale dieser zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind jetzt schon am 24. Spieltag, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das Finale der Saison geht dann doch so langsam hin. Und natürlich ist unser Ziel der Aufstieg. Dass wir das schaffen werden, seht ihr an der Tabelle. Okay, 24. Spieltag haben wir. Und wenn wir hier am Ende der Folge durch sind, haben wir schon 25 Spieltage durch. Und dann sind es nur noch 9 Spieltage und dann ist die Saison durch. Aber zwischendurch haben wir auch noch ein DFB-Pokal-Halbfinale gegen Schalke 04. Also da können wir uns schon noch auf ein bisschen was freuen. Schauen wir als erstes mal auf die Startformation und gucken, wer da heute so auf dem Platz steht. Und ihr seht, dass es genau die gleichen 11 Spieler sind, die gegen Heidenheim mit 4:2 gewonnen haben. Genau die gleichen 11 Spieler sind das hier. Schauen wir noch auf die Mannschaft des VfL Osnabrück, die ja mittendrin statt nur dabei sind im Abstiegskampf. Das sind die 11 Spieler, die Osnabrück hier auf den Platz schicken. Gersbeck im Tor, okay. Ich denke mal, dass da wieder ein paar Linse dabei sind. Sliskovic vielleicht wieder vorne im Sturm. Lindenhahn auch heute wieder mit von der Partie. Und vorne tatsächlich Sliskovic. Lindenhahn, Sliskovic, alle Spieler, die mal bei uns gespielt haben. Aber weil wir sie nicht mehr gebraucht haben, haben wir sie abgegeben. Halt unter anderem zum VfL Osnabrück zweimal. Naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit den Highlights gegen Osnabrück. Und da ist es auch schon, das 1:0 in der dritten Spielminute durch. Na klar, Sebastian Brandt, Saisontor Nummer 13 für ihn. Also mittlerweile ist das schon echt krass, wie wir diese zweite Liga wirklich komplett auseinandernehmen. Also wir sezieren ja mittlerweile diese zweite Liga. Saisontor Nummer 13. Bester Torschütze der zweiten Liga ist mittlerweile Alexis Sanchez mit 22. Der Rückstand von Brandt auf Alexis Sanchez beträgt jetzt also nur noch 9 Tore. Und die Chance für Groß. Erste gefährliche Torchance in der 19. Spielminute durch Groß. Klar, Osnabrück kämpft um den Abstieg. Wenn man sich so überlegt, in der letzten Saison sind Osnabrück und Hallesche FC zusammen aufgestiegen in die zweite Fußball-Bundesliga. Jetzt trennen sie so ein bisschen Welten. Oh, das war fahrlässig, aber Sliskovic, was macht der denn da? Unfassbar, Sliskovic. Petra Sliskovic, eine Riesenchance zum Ausgleich. Eine Riesenchance, weil ich da so einen dicken Fehler gemacht habe. Und dann versagen ihn komplett mal die Nerven. Und mal eine Möglichkeit für uns. Alexis Sanchez hier mit dem Abschluss. Gersbeck ist aber zur Stelle. Und somit gibt es Eckball. Wieder durch Sanchez. Und in der Mitte ist Ruben Dias. Also bei dem merkt man, der will sein erstes Bundesliga-Tor erzielen. In der letzten Folge hat er seine erste gelbe Karte gesehen. Die habe ich euch jetzt aber nicht unbedingt gezeigt. Weil ich muss ja euch nicht irgendwie die ganzen gelben Karten zeigen, die ich bekomme. Und auf jeden Fall hat er da seine bekommen, seine erste gelbe Karte. Und hier war die Riesenmöglichkeit auf sein erstes Saisontor, so wie bei Ariz auf Saisontor Nummer 2. Schöner Hackenträg, Brandt und Isak. Alexander Isak, wir schreiben die 45. Spielminute und auch endlich macht er mal wieder sein Tor. Hier Brandt, schöner Hackenträg, weitergesteckt zu Isak. Und der mit dem 2:0. Saisontor Nummer 8 auch für ihn in dieser Spielzeit. Ich
groß und die Möglichkeit vor der Pause dann doch nochmal auf 1-2 heranzukommen. Aber es ist das erwartet, ja, schwaches Spiel von Osnabrück. Ich dominiere Osnabrück nach Belieben, kann mit denen machen, was ich will und habe da trotzdem gar keine großen Probleme. Oh, Alexis Sanchez mit einem richtig geilen Schlenzer. Hätte ich das abgefeiert, wenn der reingeflogen ist. Ich dachte einfach mal, ja komm, mach's mal einen Schlenzer und dann klatsch, Pfosten, alles klar. Und Desart! Boah! Was für ein Abschluss von Desart. Seine letzte Aktion eigentlich. Und dann knallt der das Ding raus. Boah, was für ein Torschuss, du. Ja. Kriegen wir leider nicht so eine wunderschöne Wiederholung. Aber dritte Saisontor von Alexis Desart. Belgier spielt auf Belgier. Und Belgier trifft. Herr Sanchez, Desart und Isak haben jetzt erstmal Schluss. Es kommen mit Eggestein, Manu und den Dicker nochmal ein paar frische Spieler von der Bank. Eggestein hat echt viel Pech in der Hand. Eggestein, Möglichkeit! Jo, da war sie mal wieder. Eine dicke Chance durch Jojo Eggestein. Also er hat wirklich in dieser Saison echt viel Pech. Ich glaube, der hat nur 5 oder 6 Saisontore momentan auf dem Kontostand. Und letztes Jahr hat er der 18. Ah, da sieht man, dass die Systemumstellung nicht jedem geholfen hat. Aber jetzt macht er's. Johannes Eggestein, lange nicht mehr getroffen. Aber jetzt trifft er dann doch noch. 78. Spielminute. Auch Jojo Eggestein ist heute erfolgreich mit Saisontor Nummer 3 erst? Ernsthaft? 3 Tore hat er jetzt erst? Unmöglichkeit! Christo, gerade haben wir darüber gesprochen, dass die Partie entschieden ist. Dann macht Osnabrück noch den Ehrentreffer. Christo eingewechselt zur Pause für Safran und der verkürzt auf 1-4. Damit hat er genauso viele Treffer wie Eggestein. Ich weiß es nicht. Der hat nur 3? Sliskovic! Nächste dicke Chance. Petra Sliskovic fast mit dem 2-4. Ja, ich nehme euch jetzt noch die letzten Minuten dieser Partie mit. Ja, Spiel ist natürlich entschieden. Lindenhahn. Ja. Hat er ein bisschen getackelt. Aber bitter für Schulze. 7-mal hat er erst in der Saison zu 0 gespielt. Torhüter Nummer 1 ist er in dieser Saison leider nicht. Dafür kriegen wir einfach zu regelmäßig Gegentore. Wir schießen zwar unglaublich viele Tore vorne, aber wir bekommen dann auch ein bisschen viele Gegentore. Also ein bisschen erinnert es mich schon an die Saison, wo wir mit Halle in der dritten Liga aufgestiegen sind. Also nicht an die letzte Saison, sondern an die vorletzte Saison. Da hat man genau das Gleiche, haben wir eigentlich so viele Tore geschossen. Wir machen zwar jetzt auch mehr als letztes Jahr, aber da hat man auch viele Gegentore bekommen. Nein. Arid am Boden. Der ist erst zurück von der Verletzung. Das finde ich gar nicht so cool. Ja, ist mir jetzt egal, dass es jetzt Gelb gibt. Ah, oh, Arid ist verletzt. Hoffen wir mal, dass es keine schwerwiegende Verletzung wird. Aber ja, wir gewinnen mit 4-1, aber leider mit einer Verletzung. Naja. Oh, Leute! Seht euch das an! Brand ist zwar, warum auch immer, nicht für die Nationalmannschaft nominiert, aber Johannes Eggestein ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft nominiert. Übrigens, Arid hat sich nicht verletzt, Gott sei Dank. Aber Leute, Johannes Eggestein ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft nominiert. Dachten Sie, dass folgende Spieler aufgrund von Einsätzen der jeweiligen Nationalmannschaft zeitlich nicht verfügbar stehen? Vom 23. März 2020 bis zum 29. März 2020.
Johannes Eggestein für die deutsche Fußballnationalmannschaft, Leute. Geil. Also ich bin ja auch der Meinung, dass Brandt irgendwann auch deutscher Nationalspieler wird. Also das ist ja Fakt. Brauchen wir ja nicht zu diskutieren, ob Brandt irgendwann vielleicht Nationalspieler wird. Der wird Nationalspieler. Kannst du mir nicht erzählen. Der hat jetzt eine 80 und der Bursche ist 19 oder 20 jetzt. Also kannst mir nicht erzählen. Naja, auf jeden Fall ist es ein bisschen seltsam. Wir haben das Spiel am Montag. So ist das Problem, dass unsere Nationalspieler, die wir in unserem Kader haben für das Montagsspiel, wir nicht nominieren konnten. Deswegen fallen halt Spieler wie Dustin Bonpoyer, der hat zu viele gelbe Karten. Arid ist bei der kanadischen Nationalmannschaft. Alexis Sanchez ist bei der chilenischen Nationalmannschaft. Und Johannes Eggestein bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, freue ich mich. Hat er einfach verdient. Ich verstehe auch nicht, warum Isak nicht nominiert wurde. Brandt, finde ich, hat auch eine Nominierung absolut verdient. Ja, ein dicker französischer Nationalspieler kann er jetzt noch nicht werden. Aber ich finde, das sind solche Spieler, die musst du eigentlich schon nominieren. Also Brandt hätte ruhig noch mitnehmen können. Und auch Alexander Isak auch. Bei Schulze ist es noch zu früh. Der spielt jetzt seine erste konstante Saison. Ja, Diaz muss sich halt noch beweisen. Das hat, naja. Aber Brandt, den hätte man schon nominieren können, oder? Was sagt ihr? Hättet ihr Isak und Brandt nominiert? Klar, oder? Weil ich meine, bei der Form von Brandt, die er aktuell drauf hat. Aber ganz ehrlich, Brandt wird definitiv irgendwann deutscher Nationalspieler werden. Wir wissen alle, was Brandt drauf hat. Der hat in dieser Saison 12 Tore geschossen. Und wenn der in der ersten Liga spielt, eventuell sogar noch in der Europa League und sich dann da zeigt, spätestens nächste Saison, spätestens in einem Jahr ist der Nationalspieler. Das kann ich euch verraten. Da hat er wahrscheinlich eine 82, 83er Gesamtstärke und dann ist er 100%iger Nationalspieler. Das verrate ich euch. Aber ja, jetzt geht's auf jeden Fall los mit dem Derby gegen Dynamo Dresden. Ja, dass Brandt nicht da ist, dass er nicht nominiert wurde, das zeigt er hier gleich mal, warum. Also das fand er nicht so witzig. Warum sieht man in der Szene? Felix Richter mit der Möglichkeit, Schubert stark. Erste Möglichkeit und die zweite Pfosten, Dürmambulat. Also unser Kader wird natürlich auch irgendwann ein Kader sein, wo wir sehr viele Nationalspieler haben. Das ist klar, wir müssen unseren Kader ja stark entwickeln. Und deswegen wird es irgendwann schon so sein, dass wir viele Spieler haben, die halt nicht nur bei uns spielen, sondern halt auch für ihre Nationalmannschaften starke Leistung abliefern. Oh, Möglichkeit, Benatelli. 29. Spielminute. Und es gibt Freistoß? Hä? Also ich bin mir nicht bewusst, dass ich einen Foul irgendwann gemacht habe, aber... Okay, Electronic Arts. Nun gut, Freistoß für Dresden. Warum wollte ich jetzt gerade Rostock sagen? Naja. Aber noch ist das Spiel nicht so spektakulär. Liegt aber auch daran, dass Dresden das momentan sehr gut spielt. Und da ist die Chance für Brandt. Und das ist sein Tor. Und damit sind es nur noch 8 Tore Rückstand auf Alexis Sanchez. Natürlich ist es auch für ihn seine Möglichkeit, die Chance auf Alexis Sanchez den Rückstand zu verkürzen. Ja, oh, guckt euch das an. Guckt euch dieses Tor an. Ist dieser Spieler geil oder ist das das geil? Ganz ehrlich, das ist für mich so ein... Ich habe ja schon gesagt, dass ich den Vertrag mit ihm schon verlängert habe. Und ich glaube, das war eine weise Voraussicht. Der hat jetzt bei uns einen Vertrag bis 2026. Oder? Ja, doch. 2026 ist die Rechnung. Also bis Sommer 2025 circa ist er noch bei uns. Ich glaube, man versteht langsam, warum ich das getan habe. Der hat ja jetzt schon eine 80. Das ist schon durchaus ein Spieler, der hat das Potenzial, Weltfußballer zu werden. Isak,
2-0. Oh, da steht aber Dresden nicht gut. Ich dachte erst, es wäre abseits gewesen, weil ich dann doch so blank stand, aber anscheinend nicht. Damit ist das auch Saisontor Nummer 9 für Alexander Isak und steht schon 2-0. Ja, guckt euch das an, hier steht Dresden einfach überhaupt nicht gut und dann macht das natürlich Isak auch in einer Qualität, die ist atemberaubend stark. Oh, Möglichkeit im Lapper! Ihr seht, die zweiten 45 Minuten gehen erst jetzt los und die erste Chance für Dresden in dieser zweiten Halbzeit ist diese dicke Chance durch den gerade erst eben eingewechselten Pimil im Lapper. Aber da ist Schulze, klärt den Ball und leitet hier den Konter ein, also Brandt. Aber wird er gefoult von Ballas, also ich finde das schon, das ist ein Freistoß aus. Isak liegt da verletzt am Boden, steht jetzt aber wieder auf. Oh, im Lapper. Oh, fehlt nicht viel, aber drüber. Oder beziehungsweise daneben. Ja, ich muss jetzt wechseln. Isa geht raus. Und dann kommt auf der anderen Seite auch Hansen mit ins Spiel. Unser Verein sagt ja, ja, Ziele gefährdet, bla bla bla. Da müssen wir natürlich was machen. Nächste Chance für Benjamin Pintol. Ja, die zweite Halbzeit ist dann natürlich auch nicht so spektakulär geworden. Ich will jetzt eigentlich noch den anderen Großbruder reinbringen. Auf der linken Verteidigerposition. Hansen und Pintol sind ja schon auf dem Platz. Also Hansen macht auch in seinem zweiten Pflichtspiel für den HFC keinen schlechten Eindruck. Muss man einfach mal so sagen. Also er spielt das schon nicht schlecht. Also für einen Spieler, der so jung ist, mit einer 59er Gesamtstärke, ist das schon respektabel, was er spielt. Auch in seinem Timing ist er, macht das ganz gut. Also das ist schon kein verkehrter Spieler, muss man einfach sagen. Hier ist er nochmal. Zentraler Mittelfeldspieler. Hat auch einige gute Pässe drauf, wie hier gerade eben. Ja, der Pass ist zum Abseits. Boah, der wäre sogar drin. Alter, der Schuss, ne? Nicht schlecht. Ah ja, es war etwas zu früh. Habe ich mich aus Versehen etwas verklickt. Aber ja, Dresden kam jetzt zu Beginn ja der ersten, zu Beginn der zweiten Halbzeit richtig gut rein mit der Chance da von Pimil im Lapper. Aber mehr kam denn da auch nichts von Dresden. Also die investieren jetzt auch nicht viel. Versuchen jetzt nicht unbedingt jetzt das 1-2 zu erzielen, um hier dann doch nochmal die Chance zu hoffen, vielleicht hier noch einen Punkt mitzunehmen. Also die wollen ja einfach nur diese 0-2-Niederlage über die Zeit retten und dann nach Hause fahren. Ist ja auch schon spät. Und Pintol! Pfosten! Benjamin Pintol! Die Riesenchance, hat bisher in jedem Jahr mindestens ein Tor geschossen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, auch 4. In der ersten Saison waren es 6. Also ein Riesen-Goalgetter war er nie, aber getroffen hat er dann halt immer zu. Zum Beispiel Ayani, der hat ja jedes Jahr getroffen. Mindestens einmal. Ja, aber das war's erstmal für dieses Spiel. Wir gewinnen dieses Spiel am Ende. Ja, sehr souverän am Ende mit 2-0. War aber leider auch kein gutes Spiel von Dynamo Dresden, muss man leider auch dazu sagen. Ich habe mir gehofft, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr in die Waagschale schmeißen. Klar, wir sind super souveräner Tabellenführer. Aber trotzdem, und da wünsche ich mir dann auch noch vom Gegner ein bisschen mehr als, ja, komm, wir geben uns auf, wir haben verloren, ist egal. So, ihr seht jetzt schon an der Tabelle, dass wir weiterhin Tabellenführer sind. Wo steht denn Dynamo Dresden? Oh, die stehen auf dem Relegationsplatz. Ui. Da wird es ganz schön eng. Heidenheim steht da unten sogar auch. Okay. Wird dann doch ziemlich eng. Also Heidenheim, Dresden, Karlsruhe, Osnabrück schon fast weg. Aber wir vorne mit 64 Toren, 24 Gegentoren auch endlich mal wieder zu Null. 25 Spiele sind damit absolviert.
Ja, hier die Torschützen, da haben wir jetzt sogar zwei Spieler da oben, dröhnend mit Alexis Sanchez und Julian Brandt und ja, Vorlagenliste, seht ihr ja, wie krass das bei uns läuft. Hier Eggestein, er hat zwar nur drei Tore, ja, aber der hat halt auch 11 Vorlagen geliefert und das ist halt krass. Ja, Schulze jetzt mit Rensing zusammen auf Platz 1 mit 8-0, da unten sehen wir Bompeuer und Fennell mit 4 gelben Karten. Ja, muss man halt ab und zu mal ein bisschen dagegen grätschen. Ja, das war's erstmal mit dieser Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder mit den Spielen gegen den Karlsruhe SC und den ersten FC Kaiserslautern. Ich hoffe, es hat gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar und abonniert natürlich, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin und ciao, euer Flui.